Hallo an alle, herzlich willkommen. Wir, Paddy und Faith, ein campingbegeisterter Paar mit unserer treuen Begleiter, unserem Esel, unserem Jeep Rubicon, der uns in vielen Reisen schon begleitet, ladet euch an, uns an unsere Reise zu begleiten und unsere Tipps oder Impressionen und in der Reise mal zu teilen. Und ich hoffe, ihr seid mit uns dabei und viel Freude beim Zuschauen. Gestartet haben wir vom Schwyz, dann nach Livorno in der Hafen. Und das dauert ca. 5 bis 6 Stunden. Und wir haben das am Abend gemacht, damit wir den Tagesschiff erreichen können. Und an Gotthard den Stau zu vermeiden. Angekommen in den Hafen Livorno. Und das ist ein riesengroßes Schiff, was uns erwartet haben. Und mit ein bisschen Verspätung sind wir dann losgefahren. Es ist nicht so viel los im Schiff, weil das ist schon neben Saison. Und das haben wir auch ein Glück. Wie ich erwähnt habe, dieses Schiff hat 11 Stocke. Und vielleicht einen Tipp, bitte ein Foto von dem Platz, wo ihr euer Auto geparkt habt, dass ihr das mal nicht verloren, dass ihr nicht verloren geht beim Wegfahren. Dann haben wir das gleich einmal in dem Restaurant gegangen, im 9. Stock, wo wir dann auch mal Wein, Kaffee und mal Zeit vertreiben, vielleicht noch mal ein Buch lesen. Das habe ich auch getan. Immerhin ist die Fahrt um so 8 Stunden. Dann muss man dann schon etwas machen. Aber im Großen und Ganzen ist wirklich eine angenehme Fahrt. Es gibt immer Platz für jeden, mal wenn du ein Nickerchen brauchst, mal ein bisschen schlafen, dann oder einfach den Schiff rundherum laufen, mal etwas entdecken und vielleicht nach, wenn es nicht so windig ist, einfach mal in die Ferne schauen. Es ist wunderschön, man kann immer das Meer beobachten rundherum und es macht Spaß. Vielleicht seht ihr mal auch einen Wal oder Delfin. Das habe ich nicht gefunden oder gesehen. Leider. Ja, und das ist wirklich auch mal ein Erlebnis. Also, Land in Sicht. Wir werden immer näher und näher und es macht immer spannender und wir freuen uns mal im Land anzukommen. 8 Stunden ist nicht kurz, aber es läuft auch ganz schnell manchmal, wenn man die Vorfreude hat. Gut, einen Tipp, bitte nicht gleich zum Ausgang laufen, da sind viele Menschen dann schon dort und es gibt dann immer noch genügend Zeit. Wir haben es nicht verschlafen, wie die zwei da. Wir sind angekommen und dann rechtzeitig zu unserem Auto gegangen und hat nur noch gewartet, bis die Rampe aufgemacht wird. Und jetzt die Vorfreude wird immer größer. Und mittlerweile ist es schon mal 18 Uhr. Geplant wären wir schon um 17.30 Uhr ankommen. Und rucki zucki wollen wir dann schon wirklich mal raus aus dem Hafen und wir haben mal geplant, als erste Station nach Osten zu gehen. Wir haben schon mal einen Campingplatz ausgesucht in der Gegend von Bari. Das ist die östliche Seite. Ganz praktisch, wenn man schon eine zuverlässige Navi hat
Und das hat uns einfach, wir haben auch einfach drauf verlassen. Laut Plan, wir sind dort um 2,5 Stunden. Und der Weg war wirklich schön dorthin, sehr überraschend. Und wir haben sehr viele schöne und auch verlassene Gegenden gesehen. Viele Tiere, Kühe, Schafe, richtig, richtig schöne Landschaft. Das ist die Osten, hat auch mal was zu bieten. Und an dieser Zeit haben wir auch eine Begleitung von der Mond. Wunderschön. Und wir haben den Sonnenuntergang auch gesehen. Aber wir müssen uns richtig ein bisschen beeilen, weil wir wollen noch dort am helligen Zeit noch ankommen. Und wir haben aber trotzdem ein bisschen Verspätung. Kurz vor der Meeresseite von Ankunft ist die Straße richtig mit vielen Kurven. Und ich muss auch sagen, es gibt so viele Tunnels, was auch sehr interessant. Und auch, der Weg dann kurz vor, wie gesagt, kurz vor nach unten zu fahren, kurz vom Strand oder auf unser Ziel, ist schon richtig, richtig zickig, zackig. Und mal, das hat uns auch Spaß gemacht. Und ja, angekommen sind wir doch circa 21 Uhr. Und zum Glück haben wir auch noch ein Restaurant gleich an den Strand, Spaggia di Planaggio, in der Nähe von unserem Camping geplant. Aber wir sind schon leider zu spät, um einzuchecken. Das war mal auch kein Problem. Wir haben dann versucht, in einen Parkplatz mal nur das Dachzelt aufzumachen und dort zu schlafen und die Nacht zu verbringen. Aber natürlich, es darf nicht fehlen, in dem Restaurant den Hunger zu stoppen. Und das Restaurant ist eigentlich überraschend sehr, sehr gut. Und wir haben geschaut an die Preise. Es ist für die Insel, finde ich, auch nicht gerade billig. Aber wir sind froh, dass es gibt noch ein Restaurant offen. Und ja, das ist auch fast wie im ein bisschen teurer als das Festland in Italien. Aber es ist trotzdem sehr annehmbar. Und natürlich sofort das heimische Bier. Müde, aber die Tammy ist happy und wir sind satt. Dann haben wir dann einen Platz aus einer ruhigen Ecke in der Nähe vom Restaurant, einen Parkplatz gefunden, wo wir uns dann schlafen können mit den Meeresräuschen. Und Fazit, wir haben eigentlich sehr gut geschlafen und eine wunderschöne Morgen hat uns dann erwartet, wie ihr seht auf dem Foto, die Sonnenaufgang. Und ja, der erste Morgen in dem Land Sardinien, wo ich sagen kann, es schaut richtig, richtig schön aus und eine schöne Reise beginnt. Dann würde ich mal sagen, erster Eindruck, wunderbar. Und ich werde mal in diese Stelle von euch mal verabschieden. Und ich werde mich dann wieder melden auf unsere Reise weiter in die Insel Sardinien. Schicke ich euch mal unsere Eindrücke, unsere Impressionen, wunderschöne Fotos hoffentlich. Und wünsche euch, liebe Freunde, besonders Campingfreunde,
einen wunderschönen Tag. Und eine, auch für diejenigen, die auf der Reise sind, wunderschöne Zeit im Camping. Alles Liebe und ciao.